Hallo und willkommen zurück zu Inside. Ich bin euer Schöninja und mit dabei die Tanja. Ja, wir haben in der letzten Folge angespielt und hatten schon einige erschreckende Entdeckungen gemacht. Und zwar mussten wir, um weiterzukommen, kleine Babyküken. Okay, das Wort Küken sagt schon Baby. Ich wollte auch mal auf ein Schwein springen. Hallo? Mussten wir benutzen, um ein Heubein runterzukicken. Achso, ja, das ist ganz gut, dass du das auch mal austestest. Haben jetzt hier mit dieser Gedankenmaschine irgendwie die Erwachsenen steuern können, um da irgendwie was kaputt zu machen und haben Kann jetzt. ich eigentlich mit denen jetzt eine kleine Choreo machen? Schau mal. Zack, zack, zack. Da, 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 da. Yeah. YMCA. Nee, aber die Arme bewegen sich. Nee, wenn die springen, bewegen sich die Unterschiedlich. Arme nach oben. Es kommen Okay, noch mehr gut. Menschen, glaube ich. Das habe ich mal in einem Video gesehen. Ja, und was auch eklig war, wir mussten hier diesem Schwein unter uns irgendwie so einen Wurm aus dem Hintern ziehen. Oh ja, da liegt er noch. Da ist er. Aber Da die direkt vor Fäkalien mir. ringsrum sieht man nicht mehr. Nee, der hat sich auch bewegt. Ich glaube, der lag Der hier bewegt sich auch vorher immer schon. noch, ja. Super. Naja, egal. Okay, jetzt sind wir auf jeden Fall in der Lagerhalle. Kannst du dagegen springen? Muss weiter vorne, glaube ich, zu uns. Ja. Zack. Oh, ist ganz schön laut. Schön hallig hier. Da ist nichts, okay. Ja, wäre nichts für mich in Real Life, so eine Lagerhalle. Mit Okay. X kannst du, genau. Okay. Oh. Direkt in Scheinwerfer wahrscheinlich, ne? Nee, es ist die Morgensonne, oder? Ja. Oder Abend. Weil morgen würde ja Morgenabend. bedeuten, dass wir das Spiel demnächst in Helligkeit spielen. Das glaube ich irgendwie nicht. Vielleicht geht es ja gleich irgendwie rein oder so in meine Halle. Weil es sieht eher nach Morgendämmerung aus. Keine Ahnung. So, okay, was haben wir hier? Bisschen Tümpel. Ich glaube, ich muss Das ist Lava, du wahrscheinlich. darfst sie nicht berühren. Der Boden ist Lava. Nein, ich muss wahrscheinlich hier auf diese Dings Uah, springen. verbrannt. Oh, guck mal, da hinten ganz viele Menschen wieder. Wie die da alle dastehen. Es sieht aus wie die Evolution, Zombies. weißt du, so von Neandertaler. Die sehen alle ganz komisch aus. Schau mal, was für eine schlechte Haltung die alle haben. Ey, die hatten alle einen Bürojob, ich sag's dir. Haben Aber alle. alles Männer, eben bei dem Alles Dings Männer? auch, ich glaube ja, eben bei den vier Typis auch. Okay, ich wette, ich muss da diese Kette da hochklettern. Welche Kette? Hast du die Kette gesehen? Nein, das war nicht die Kette. Ich glaube so nicht. Nee, hast du die Kette gesehen? Doch, doch, das war das. Nein, aber ich meine so rum nicht. Ich glaube, du musst eher Ja, weiter ja. rüberschieben. Ich wollte es nur mal ausprobieren. Okay. Und testen, ob du auch passt. Okay. Ist wahrscheinlich zur anderen Seite, habe ich das Gefühl. Okay, jetzt. Da ist er doch. Warte, ein bisschen schwingen musst du, glaube ich. Ein bisschen schwingen. Mach ich das? Hier Da auf der bewegt er seinen Schaukel. Po. Links, rechts. Nee. Oh, das sieht komisch aus. Bam. Oh, das könnte ich Way. den ganzen Tag machen. Schau mal, wie gut das aussieht bei ihm. Way. Lockere Hüfte. Und zack. Oh, jetzt guckt er durch das Fenster, glaube ich, oder? Kann ich nicht durch das Fenster gucken? X, irgendwie klettern. Hochmachen. Ich höre schon wieder Küken. Oh nein, die Küken müssen bestimmt wieder dran glauben. Ah ne, Vöglein. Diesmal sind es. Und sie springen weg? Ja. Oh! Okay, alles klar, das hat schon mal gar nichts geschafft. Okay. Da ist irgendetwas. So. Da ist ein Licht. Ich glaube, ich wette, ich muss dahin, da. Links. Mal wieder so ein Schalter. Oh, es geht noch eine Etage hoch. Ich glaube, Okay. rechts würde ich jetzt erstmal nicht runterspringen. Nee. Ich glaube, das hätte auch gerade schon ganz schmerzhaft sein können. Ja, oder nicht. Okay, einfach mal drücken, was gucken, Ja. was passiert. Kannst bestimmt in zwei Richtungen drücken, hoch und runter. Ah, okay. Könnte ausreichen, um rüber zu springen. Oder? Ja. Ich frage mich, ob ich das noch bewegen kann, weil das hängt ja Nach noch links und rechts, aber leicht der nach Schalter links hier. ist nur horizontal, glaube Ah, ich. okay, warte mal. Runter und dann schieben. Runter und schieben, ja. Yay. Ah, jetzt Okay. hängt es hinten fest. Aber das sollte reichen, glaube ich, Das oder? sollte eigentlich reichen. Noch ein bisschen, noch Na, ein doch, bisschen. ja. Oh, Zack. ja. Das müsste, oder? Müsste reichen. We will see. We will see. Oh. Nee, ich Hoch, wollte hoch. eigentlich springen, Oh, ja. Schwein gehabt. Schwein gehabt, der Schwein liegt da noch. Das steht.
Ah ja, steht ja jetzt wieder. Der Wurm liegt. Das war. Das war zu viel. Gekonnt es nicht können. Naja, egal. Ganz vorsichtig, ganz vorsichtig. Halt dich fest. Zu früh abgesprungen. Ich hab ihn. Was ist los hier mit deinen Haaren? Willst du ein bisschen Lockenkopf zeigen? Okay, gut. Du lenkst mich ab. Warum springst du da immer? Du lenkst mich ab. Was muss ich denn machen? Ich muss doch springen. Oh, guck mal, das Ding dreht sich langsam. Ah, ja, aber ja. Du musst erstmal warten. Worauf? Naja, hochklettern. Du springst immer hoch und dadurch springst du dann gleich nochmal. Und jetzt kannst du ein Stück nach vorne und springen. Sieh. Endlich. Ein Tresor. Okay, irgendwie habe ich das Gefühl, dass ich direkt mit dem Tresor irgendwie hinfallen könnte. Nee, das. Nee, denkst du nicht? Weiß ich nicht. Aber ich würde auf jeden Fall da nicht springen. Außer es macht Plumps und es ist Wasser. Ah, genau, das habe ich mir. Aber das war gut. Ich glaube, sonst wärst du tot gewesen. Ja, ja, das habe ich mir schon gedacht, dass ich da wieder runter muss. Aber es war gut, dass du zurückgegangen bist und dich da festhalten konntest. So, jetzt schauen wir mal uns an, was da passiert ist. Oder? Jo. Einfach reinspringen? Hast du ja nichts zu verlieren. Sicher? Reinspringen? Jetzt! Schau mal, er guckt schon mal rein. Und tada! Oh, lass los. Kannst du den noch schieben? Was haben wir denn hier? Irgendwas läuft nicht. Gelbes Elektrik, glaube ich. Schau mal, der ist auf jeden Fall eine Hacke. Was ist das? Ist das eine Hacke? Das könnte auch wieder ein Wurm sein. Okay, auf jeden Fall lässt sich das nehmen. Doch. Ah, nicht hoch, aber nach außen. Also man kann entscheiden, wohin man zieht. Ob man nach oben, nach unten zieht oder zur Seite. Aber kannst du da irgendwas drücken? Ah, okay, auf jeden Fall komme ich durch. Da ist diese Gedankenmaschine wahrscheinlich. Nee, sieht eher aus oder wie eine Lichtmacher. Diskokugel. Ja. Partytime. Wir haben eine Errungenschaft erhalten, links liegen gelassen. Ist wahrscheinlich einfach ein sammelbares Objekt oder irgendwas links gewesen. Liegen gelassen? War ja links und liegen gelassen. Okay. Links liegen gelassen, gut. Geht's hier dann weiter oder wie? Ja, anscheinend, wenn er hier nicht wieder hoch kann, dann geht's hier weiter. Da ist ein Licht. Licht auf. Auf ja, aber auf Lichter reagiere ich schon allergisch. Ey. Da ist ein Schalter, zweimal aber der ist gewirkt, noch aus. Einmal erschossen, keine Lust mehr auf Lichter. Ah, okay, dann macht die Tür auf. Da hinten ist ein Schatten, da stehen also wieder Männchen und da ist so eine Maschine. Da hinten ist ein Schatten, da stehen Männchen? Ja, da. Da sind jetzt zwei Schatten. Ach ja. Du musst wahrscheinlich hoch und dann ran oder so. Hoch und dann ran? Genau. Zwei, jetzt fight. Fight, kommt. Ach, die laufen bidirektional. Was? Bidirektional? Der eine läuft links, der andere läuft rechts. Ach, guck mal, das sind Schalter. Was sind Schalter? Das da. Ja, der rechte steht jetzt auf einem, der linke noch nicht. Ja, aber wenn ich kann ja nicht einen einzeln bewegen. Ja, aber dann lass den einen mal nach links und den anderen nach rechts. Reicht auch nicht. Nee, ich kann ja nicht. Ich kann entweder zur einen Seite oder zur anderen. Oder wie hast du das vorhin gemacht? Ach so. Oder konntest du die einzeln bewegen? Nee, kann nee. Ich nicht. Hier sieht man es auch, wenn der Schalter gedrückt ist. Aber lauf doch mal komplett nach links. Weil jetzt, wenn du nämlich weiterläufst, jetzt ist der nämlich noch weiter gelaufen. Und wenn du jetzt zurückläufst, dann laufen sie gleich vielleicht. Nee, noch nicht ganz. Ach so, meinst du das? Ja, ich verstehe, wie du das meinst. Aber genau, ja, du musst nur früher aufhören, glaube ich. Früher aufhören? Nee, die unterscheiden sich irgendwie alle gleich. Jetzt sind es nur 2 Meter. Okay, kann ich hier irgendwas anpassen? Ich kann die links anpassen. Ich habe eine Idee. Was denn? Geh mal runter und mach mal den Schalter wieder zu, damit die Tür wieder zugeht. Dann hast du ein Hindernis. Stimmt. X. Ja, ja. X. Ja, ja. X. Aber wenn du jetzt nämlich gegen die Tür rennst. Und die sich vereinen. Sie sich vereinen. Sie fusionieren zum Mega-Zombie. Dass sie die gleichen Abstände haben. Dann ja, sie fusionieren zum Mega-Zombie. Pa, 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 pa. Okay.
Kriege ich mich hier wieder runter? Wie habe ich das? Runterdrücken. Zack. Muy bien. Chico. Strom tot. Strom tot. Die Gleise stehen unter Strom. So. It's above 10. I think it's my turn now. Oh nein, macht gerade so viel Spaß. Okay, ich gehe, ich klettere hier noch hoch. Okay, und dann bist du dran. Na gut. Ist das Glas? Nee. Ist das Glas? Liegt hier Stroh? So, das ist der Morgengrauen, glaube ich. Glaube ich nicht. Da steht auf jeden Fall ein Bus, der wartet auf dich. Das war knapp. Das ist der Partybus. Ich hätte vielleicht da hochklettern können, habe ich jetzt nicht geguckt. Hätte Fahrradkette. Ist die Frage, was mache ich? Ob unten noch was ist? Oh, die Vögel, die sind sehr schreckhaft. Hier schreckhaft. Kann ich kleckern. Kleckern kannst du auch immer, ja. Ich will noch mal ganz kurz gucken, ob hier vielleicht noch was ist. Ja, immer auf Nummer sicher gehen. Vor allem guck mal das Auto, wie das leuchtet. Immer auf Nummer sicher gehen. Wie Augen. Er sieht aus wie der alte VW, so ein bisschen. Sag ich doch. Die Scheinwerfer fahren. Aha. Oh, sie haben eine Errungenschaft. Unten liegen lassen? Rechts liegen lassen. Ein dunkles Fundament. Achso, weil es ein Fundament ist. Das war jetzt ein E beim Errungenschaftssymbol. Ein E? Was, weißt du, was wir vorhin waren? Nee. Weiß ich nicht mehr. Das ist ein Transporter auf jeden Fall. Ein Bus. Ein Bus. Autobus. Autobus. So, jetzt. Jump Forest. Ich dachte, er rutscht. Aber das Ding ist cool, das Gelände. Oh, kannst du schön parkourmäßig rüber. Vorsichtig. Ja, das habe ich mir schon fast gedacht. Ey. Ich glaube, das muss aber so sein. Ach, das muss aber sein, nicht? Naja, bisher hatten wir nicht viel Einfluss darauf, wo wir lang gehen. Nur wie. Polonaise. Aber wenn die Zombie jetzt alle Polonaise so laufen, dann muss es ja irgendjemand geben, der die steuert. Ja, stimmt. Irgendjemand hat ein Dings an, ne? So ein Connector. Ein Zombie-Connector. Oh, der ist ein ganz langer. Das ist ein bisschen komisch. Gott, die werden immer schwächer. Ah, da waren jetzt auch Frauen dabei. Ja, mit Rock. Mit einem Blechdruck. Kommen alle aus dem Büro, ich sag's dir. So sieht man aus, wenn man 10 Stunden am Computer gesessen hat. 10 Jahre lang. Warte mal, ist hier vielleicht noch was? Finsternis. Die Ratte, hast du die Ratte denn gesehen? Die war ziemlich lang. Riesig. So, ein Schalter. Ja. Bam. Boah, das ist so hell, dass sich sogar das Zombie-Geschöpf da erschrocken hat. Jetzt hättest du schon mal gespielt. Nö, aber es ist voraussehbar. Was man machen soll. Elektro. Hä, aber wie will man da denn dann vorbei? Naja, wahrscheinlich musst du es zuerst aufmachen. Und dann. Ah, ja. Und dann deine Lichttechnik da anwenden. Weil sonst kein Strom da ist. Aber siehst du, das ist jetzt zum Beispiel was man auch erst gesehen hätte, wenn man es verkackt hat. Außer man lässt erstmal alles stehen und läuft weiter. Aber wer macht das schon? Hä? Ich hätte es gemacht. Du wärst an dem Schalter vorbei, ohne ihn zu aktivieren. Ja, ich höre es mal weiter. Boah, echt jetzt? Diesen Nippel, den man vielleicht sehen kann? Tja. Mutig ist jetzt das Tor. Ah ne, er hat es gespeichert. Open. Jetzt hört man seinen Atem. Ich hab den Angst. Auf zum Atem. Auf zum Atem? Auf zum Atom. Simpsons. Mit Klingel angekommen. Wenn man sie sieht, oh, die Möbel. Die hat hingekackt. Da lag vorher aber was anderes.
Sandwich oder irgendwas. Sandwich? So, hier könnte es. Ich wollte gerade sagen, hier könnte es runtergehen. Oh, oh, oh. Aufgeflogen, aufgeflogen. Stell dich hin, stell dich hin. Bleib stehen. Das passiert gerade automatisch, ich kann nichts machen. Achso. Ach, okay. Das ist jetzt ein Zwischenspiel. Weitergehen. Nicht zu schnell, nicht zu schnell. Oh, ich glaube, du bist aufgeflogen, oder? Nein. Nee, ein bisschen Toleranz habe ich. Hast du dich gerade umgeschaut? Nee, nee. Oder war ja das? Okay. Macht schneller! Ich bin noch ungeduldig. Mhm. Aber jetzt kommt gleich eine Wand, wo ich es nicht sehe. Muss ich auf die hintere achten. Oh, schau mal, da stehen Leute. Ganz normal. Stimmt. Ganz normal. Mit Baby im Arm sogar. Ja. Okay, alle, die in dem gelben Feld sind, springen. Also muss ich auch springen wahrscheinlich. Ja, jetzt aber noch nicht. Jetzt noch. Doch, jetzt mit gleich. Und? Und? Ja. Sehr gut. Sehr gut. Hat gereicht. Aber vor allem die Kamera hat nur dich im Blick, ne? Als hätten die so einen Verdacht. Und die rechts drehen sich um, okay. Die rechts drehen sich um. Oh, da gucken aber schon weniger. Ich sag ja, also entweder geht es um die Maschine. Oh, das war zu langsam, nein, nicht. Also entweder geht es hier um die Maschine, die diese Menschen, diese Bewusstseinssteuerung macht. Aber die haben eine Maske an, ne? Die Leute, die dich beobachtet haben, die letzten zwei. Hab ich jetzt nicht gesehen. Oder es geht darum, Menschen zu klonen für Organe, denke ich mal. Nein! Oh. Ich wollte mich zurückdrehen, weil die da hinten sich gedreht haben. Das war so kurz vorm Ende. Ach, jetzt musst du alles nochmal machen. Vor dem Game, vor dem Game, vor dem Game. Noch so reingeschmuggelt ein bisschen. Ich wollte ja nicht spielen. Das ist eine Fehlerquelle. Zack. Oh, das war wirklich gut. Doch, die haben alle Masken auf. Die haben aber Gesichter. Ich würde sagen, die haben einfach nur Gesichter. Man sieht so viel, als hätten die Masken auf. Wenn man sich umschaut immer. Turn around. Oh. Ich hätte dich schon abgeschossen. Du wärst mir schon viel zu verdächtig. Naja, aber du musst bedenken, das ist ein Computersystem. Ein Computersystem muss mit Fehlern rechnen. Das sind ja alles Individuen. Ah, da hast du dich beim letzten Mal umgedreht, ja. Ich sage, geplant. Geplant, ja. Oh, ich zieh mal weg. Noch leuchtet sie auch nicht. Auf jeden Fall hat sich die erste gerade gekratzt. Jetzt würde sie sich unbeobachtet fühlen. Die Kamera bleibt da vorne. Okay. Aber da sind auf jeden Fall noch Leute. Ich werde noch angeleuchtet. Nein, du wirst auf jeden Fall beobachtet. Okay, das sind jetzt aber Zombie-Geräusche im Hintergrund. Okay. Ah, die Hunde auch. Ich weiß nicht, ob du da wirklich. Oh. Ja. Auf jeden Fall bist du verdächtig. Ich bleib einfach stehen, genau. Noch wirst du nicht los. Noch wird der Hund nicht losgelassen. Ey, warum? Warum, ey? Vielleicht hätte ich laufen müssen, solange der Hund angekettet ist. Boah, vor allem eh schon mal. Man hat sogar Blut gesehen. Weh, ich bin wieder vor dem ersten Quadrat. Man hat Blut gesehen und man hat gesehen, wie er noch zuckt so ein bisschen. Also warum war das jetzt? Einfach, weil es so sein muss? Weiß ich nicht. Ja, vielleicht was für ein. Wie wär's mit Rennen? Ja, noch so ein bisschen? Ja, das hab ich schon wieder. Kinder! Oh. Kinder. Das sind Kinder, ja. Ja, aber was mit diesen Kindern auf sich hat, sehen wir in der nächsten Folge. Bis später. Okay.